Hallo zusammen zum neuen Jahr trifft. In dieser Folge treffe ich den Michel. Der Michel hat seit Geburt keine rechte Hand. Jetzt aber hat er eine bionische Handorthese. Mit dem Michel rede ich über seine Kindheit und über die neue Hand, die er hat. Und ein ganz spezielles Thema, das ich auch mit dem Michel bespreche, ist der Bionic Man. Sind gespannt auf ein weiteres Jahr trifft. Und noch einmal danke Michel für das Interview. Hallo Michel, danke, hallo Jan, dass du für das Interview zugesagt hast. Ich wünsche dich doch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst. Ich bin der Fornasier Michel, ich bin 39 Jahre alt, ich komme in 2 Wochen 40 schon. Ich bin mit einer Hand auf die Welt gekommen, mit einer Dysmelie, mit einem Geburtsgebrechen und habe jetzt eigentlich seit 3,5-4 Jahren so eine ganz moderne Handprothese, bionische Handprothese nennt sich das. Und das geht mir jetzt wirklich ein bisschen einfacher von der Hand in diesen 3-4 Jahren. Gut, und du bist auch noch mit einer Hand weniger auf die Welt gekommen. Wann hast du realisiert, dass dir etwas fehlt und wie bist du denn damit umgegangen als Kind? Genau, eigentlich, ich würde sagen, so Kindergarten, wo man Lego gespielt hat oder wo man mit anderen, wo andere auch eben darauf aufmerksam gemacht haben und dass mir etwas fehlt. Und dann habe ich eigentlich zuerst mal realisiert, dass ich eine Hand weniger habe, aber das hat mich eigentlich nicht so beeindruckt. Denn zumal, es hat mich vielleicht ein bisschen gestört, oder dass ich vielleicht nicht so schnell oder so gut habe die Lego-Klötzchen aufeinander bauen. Aber in dem Sinn, dass jetzt irgendwo da mir eine Welt zusammengefallen wäre, ist nicht der Fall gewesen. Und für dein Umfeld, zu Eltern, Geschwister? Ja, ich denke, von den Eltern, das müsste man jetzt die Eltern selber fragen, natürlich. Klar. Aber ich denke, da hat es natürlich schon Fragen gegeben, oder, wenn ich auf die Welt gekommen bin. Das haben wir dann zumal noch nicht gesehen, weil ein Ultraschall war eigentlich erst gerade am Aufkommen gewesen. Und dann haben wir eigentlich erst gesehen, dass mir eine Hand fehlt bei der Geburt. Und ich denke mir, wenn einer meiner Eltern mir vorgestellt hat, bei den Verwandten, bei den Kollegen und so, sind sicher auch Fragen aufgekommen, ja, aber würde er mal selbstständig sein? Und ich weiss noch, mein Papi hat das mir auch immer erzählt, wenn ich dann ein bisschen grösser gewesen bin, dass er immer gesagt hat, ja, Michel fehlt eine Hand, aber sonst ist er gesund und dann wird sein Leben auch so meistern können. Mit links. Mit links, das ist doch gut, wenn man selber mit links meistert. Und nachher so Pubertät, Einschulung, ist dann noch einmal so ein Break für uns Rollstuhlfahrer? Ist das manchmal dann noch so ein Break, eben wie, bin ich ein Mann oder so, ja, als Rollstuhlfahrer? Bei dir wahrscheinlich anders, aber wie haben Mitschüler reagiert oder so? Genau. Hobbymässig. Ja, irgendwann, wenn mal die Mädchen wichtiger waren als die Lego, oder? Wenn man die ersten Rendezvous hatte, haben wir natürlich, klar, die Pubertät, da ist man sowieso ein bisschen am Suchen, wo man hergehört, wo sein Plätzchen ist. Und ich weiß noch, als ich ein Mädchen sehr gerne gesehen habe, so mit 13, 14 war das, und sie hat nicht gewusst, dass ich keine rechte Hand habe, weil sie vom Nachbardorf war, habe ich eine Gipshand gemacht, Gipshand gebastelt und bin an das erste Rendezvous mit einer Gipshand und habe gesehen, dass sie beim Velofahren umgekehrt. Oder beim Skateboard war es, glaube ich, genau. Okay. Und sie hat natürlich super reagiert, auch mit Mitgefühl und ein bisschen Mitleid, oder? Und gesagt, oh, du Arme, jetzt bist du noch umgekehrt. Beim Velo oder beim Skateboarden. Und klar, das kannst du natürlich nicht 2-3 Wochen lang machen. Es kommt ein bisschen suspekt, oder ist der so schlecht im Velo oder im Skateboarden? Und irgendwo, so nach 2-3 Wochen, habe ich die Katze zum Sack gelassen und habe gesagt, Julia hat sie geheißen, schau Julia, mir fehlt die rechte Hand. Und sie hat eigentlich super darauf reagiert, weil sie hat gesagt, schau Michel, mir ist es eigentlich gleich, ob du 3 Augen hast oder eine Hand weniger, ich habe dich gern, wie du bist. Und ich denke mir, in dem Zeitpunkt, also wo man immer ein bisschen unsicher ist und das Selbstbewusstsein vielleicht nicht gerade das stärkste ist, ist das extrem beflügelnd gewesen und hat mich extrem gestärkt und wir wirklich eine ganz tolle Beziehung gehabt. Und so hobbymässig Instrument kann ich mir jetzt ganz schwer vorstellen mit einer Hand. Genau, ich habe sehr, sehr gerne, Entschuldigung, ich habe sehr, sehr gerne Schlagzeug. Ich bin wirklich, ich bewundere immer den Schlagzeugspieler bei einer Band und habe mir eigentlich dann auch probiert, ein bisschen selber beizubringen, Schlagzeug zu spielen und habe den Stick eigentlich bei mir um den Arm stumpf taped.
Also ja. Wirklich so mit einem Klebeband. Und das hat natürlich auch müssen haben. Also es hat 2, 3, 4, 5 Mal drumherum müssen, dass der Stick wirklich nicht wegfliegt, wenn man dann auf dem Schlagzeug rumtrommelt. Und das geht eigentlich, klar, ich bin jetzt nicht talentiert, aber ich habe gerne den Rhythmus und so. Und das geht wirklich recht gut, Schlagzeug zu spielen, so improvisiert mit einem Klebeband um einen Armstumpf. Und ich erlebe dich sehr als fröhlichen und sehr mutigen jungen Mann. Auch mit 40 ist man noch jung. Ist man noch ganz jung, ja. Ist man noch ganz jung, ist das neue 30, sagt genau. Man. Wo nimmst du die Kraft her? Oder den Durchhaltewillen, den Kampfeswillen auch? Also ich muss vielleicht sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen, sehr behütet und sehr geborgen. Ich habe noch jüngere Brüder, also 3 Jahre jüngere, zweihändige Brüder. Und was vielleicht auch immer wichtig ist, meine Eltern, die haben uns immer genau gleich behandelt. Also jetzt nicht durch einen, wie mir eine Hand, also am Ende des Tages reden wir, es ist einfach nur eine Hand, oder? Ich meine, es gibt ja noch ganz andere Schicksale. Und ich bin jetzt nicht irgendwo speziell eine extra Wurst, habe ich gehabt, durch die Hand, die mir fehlt, sondern wir sind wirklich genau gleich erzogen worden. Und ich denke, das war sehr prägend gewesen. Ich hatte irgendwie auch nie so ein Erlebnis gehabt, dass ich gemobbt worden bin oder diskriminiert in der Schule. Also ich habe wirklich Glück. Du weißt ja so, Kinder können wirklich grausam sein untereinander. Oder da kann man die falschen Nike-Sneakers anhaben und ist schon der Aussenseiter. Ja, und um die Frage zu beantworten, wo ich die Kraft hernehme, ist es, also ich mache gerne Sport. Ich tue beispielsweise, ich bin sehr gerne in der Natur. Also ich mache jetzt nicht so Fitnessstudio-mässig Sport, das ab und zu auch, aber ich bin eigentlich gerne in der Natur. Und was mir sehr viel Kraft gibt, ist, ich habe das Privileg, ich darf Kinder unterstützen, Kinder mit einer Dysmelie oder mit einer Beeinträchtigung, meistens ein Bein, das fehlt oder eine Hand. Und wie tue 3D-Drucker Hände ausdrucken für die Kinder und denen Hand bieten in dem Sinn oder ein Bein. Und wenn man auch irgendwo sieht, wenn ein Mädchen, wo noch nie im Leben hat können laufen, also respektive wenn das eine Beinprothese bekommt oder eine Handprothese, wo man zuerst mal ein Objekt kann greifen und von nach A nach B verschieben, das ist ja so fast ein metaphysischer Moment. Und wenn man das Funkeln sieht in den Augen von diesen Kind, das ist wirklich wie eine Ladestation von der Akku, wo wirklich irgendwo so viel Freude bietet. Und bei mir ist das alles ein ehrenamtliches Engagement neben dem Arbeiten. Aber ich muss sagen, Jan, das ist besser als jeder Page. Das glaube ich. Und du bist auch einfach reingerutscht in das rein. Absolut. Willst du den Zuschauern kurz vielleicht einfach so ein kurzes Ding wie die Orthese? Also, Geschichte von den Orthesen. Wann sind so die ersten Orthesen und wie haben sie ausgegeben? So einen kurzen Lebenslauf über die Orthesen an und für sich. Genau, also jetzt speziell Handprothesen. Hand, ja. Genau, bei bin ich jetzt nicht der Experte, was ich mir nicht anmasse. Aber Handprothesen hat es eigentlich schon ganz früh gegeben. Also sogar im Mittelalter hat es schon die erste, oder eine Prothese hat es schon bei den Ägyptern gegeben. Das ist, okay. Genau, so eine Fußprothese dann zumal gewesen. Und auch später bei den Rittern, wo er natürlich eine Schlacht gegeben hat, klar, grausam ist das zu und her gegangen dort. Und dann hat manchmal auch ein Pulverfass ist explodiert und hat den Arm weggerissen. Und dann haben wir Lösungen gesucht und das waren natürlich Eisenhände, sogenannte Eisenhände, extrem schwer, aber gleich funktional. Also die haben ganz rudimentär die können öffnen und schliessen, also irgendwie so wie irgendeinen so einen Klick, den man hat können machen. Und das sind wirklich erste Prothesen, die wirklich bis ins Jahr 1500, 1600 zurückgegangen. Und eine davon ist ausgestellt in Freiburg. Und ich bin ja aus dem Freiburgischen. Okay. Man hört es ein bisschen vom Akzent. Und die ist dort ausgestellt im Musée d'Art d'Histoire. Und ich bin die anschauen. Und das war schon faszinierend, weil die ist über 500 Jahre alt, die Handprothese. Na klar, die sieht aus wie eine Ritterrüstung. Und dann war es auch lustig, wenn man die zwei Hände, also meine bionische Hand und die andere, die Eisenhand, nebeneinander gelegt hat. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist jetzt wirklich ein Zeitfenster von 500 Jahren dazwischen, wie sich das irgendwo verändert hat und was da eigentlich von zwei Geschichten dahinter steht. Und wie viele Hände hast du schon gehabt? Genau, ich habe meine allererste Hand bekommen mit 7. Mit 7, das war aber eine kosmetische Handprothese, die hatte auch keine Funktionen gehabt. Das ist einfach nur, dass ich aus kleinen Bub gewusst habe, ja, da wäre ich eigentlich auch noch etwas dran. Oder? Also das hätte eigentlich eine Hand sein, so eine Patschhand gewesen.
Und die habe ich auch gar nicht akzeptiert. Also die habe ich auch nicht gerne angehabt. Die war schon mehr in der Lego-Schachtel als bei mir. Okay. Die war schon schwer und hat nach Plastik... Und dann auch gebissen? Ja, hat auch gebissen. So. Und klar, es war schön gemacht. Sie war sogar mit einem hautfarbigen Händchen überzogen. Gewesen, mit den Gefäßen gezeichnet und mit den Fingernägeln und den Venen. Aber ich habe eigentlich dann zumal auch gar keine Prothese. Die haben mich wirklich mehr behindert, als sie genutzt haben. Ja. Genau, und um die Frage zu beantworten, ja, jetzt, das ist die vierte Handprothese, die ich da habe, ja. Aber das ist die erste, die ich wirklich akzeptiert und adaptiert habe. Also die andere war auch ganz eine rudimentäre Geschichte gewesen, also wirklich nur eine Auf- und Zubewegung, die ich ausführen vor der. Und die hatte ich primär zum Scooterfahren, zum TÜV oder Velofahren. Dort war sie gut gewesen. Dann konnte ich auch den Lenker richtig halten und dann, sobald das natürlich vom TÜV oder vom Velo abgehockt bin, ist die ja ganz schnell wieder im Rucksack verschwunden.